So, guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Abendveranstaltung im Rahmen der Tage der Orientierung. Und es ist schön, dass Hartmut Jäger noch heute Abend und auch morgen früh in unserer Mitte sein wird. Und heute Abend hat er sich das Thema vorgenommen, Glauben bewahren in einer gottlosen Umgebung. Und die Grundlage ist Daniel 1, der ja im babylonischen Hof dann sein Glaubensleben, ja, wie soll man sagen, musste sich darin bewähren durch die Gnade des Herrn. Wir begrüßen auch unsere Online-Teilnehmer. Heute Abend müssen wir uns wieder benehmen. Wir sind wieder im Livestream. Gestern Abend waren wir das nicht, aber heute sind wir wieder brav. Also wie immer halt. Sie sind wie immer und ich reiß mich am Riemen, sag mal so. Und wir freuen uns, dass wir eine neue Pianistin gewonnen haben. Sie gehört aber zum Hausteam. Norbert Rose hat uns seine Frau hier zur Verfügung gestellt. Christa, herzlich willkommen. Ich habe schon gefragt, den Norbert, wer dann bei ihm heute Abend spielt, da sagt er, sie singen ohne Klavierbegleitung. Und dann habe ich gedacht, Mensch, Hut ab, dass du bei uns bist. Also herzlich willkommen in unserer Mitte. Ich weiß, dass du das gar nicht willst, aber das ist mir jetzt gerade einfach so. Ja, schön. Herr, dein Wort, die edle Gabe, mit diesem Lied von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf wollen wir unsere Versammlung im Namen Jesu fortsetzen. Sie haben es an die Wand projiziert, wenn Sie es im Liederbuch mitsingen wollen, 104, oder wie die Basler Schweizer sagen, da muss ich immer lachen, wenn ich in Bern bin, 104 sagen die, 104. Ja, da gibt es zwei Verse und die singen wir tatsächlich alle beide. Was sie sagen, na welcher Vers? 104, alle beide Verse. Bevor wir Herr, halte mich nah bei dir singen, wollen wir beten. Aber wenn ich dieses Lied sehe, da habe ich immer eine persönliche, besondere Erinnerung. Ich war 19 und bin frisch zum Glauben gekommen, zum Studium, Jurastudium nach Konstanz. Und da bin ich in ein totales seelisches Tal gekommen und war wirklich verzweifelt und sehr einsam, aber habe die Nähe und die Gemeinschaft im Gebet mit Gott erlebt wie nie wieder. Und da war auch dieses Lied, das hat besonders zu mir gesprochen. Herr, halte mich nah bei dir, jeden Tag, dass ich nicht fallen und abirren mag. Aber wir beten zunächst. Ja, Vater, und darauf bauen wir, auf deine Gnade, auf deine Treue, dass du hältst, dass du festhältst, dass du durchträgst. Und du sprichst in deinem Wort und sagst uns zu, dass du, der das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wirst. Und du sprichst, niemand kann euch aus meiner Hand rauben und nichts kann uns scheiden von deiner Liebe in Christo Jesu. Und wir danken dir,
dass wir auf diesem Felsengrund stehen dürfen, auf deiner Gnade, auf deiner Treue, auf deiner Liebe, auf deinen Zusagen. Und so danken wir dir auch für die Abendversammlung, für dein Wort, deine Gegenwart durch deinen Geist. Danken dir für unseren Bruder, dass du durch ihn zu uns redest, dass wir vor dir stehen. Und danke, dass du für jeden ein Stück Brot vom Himmel vorbereitet hast. Himmlisches Manna, Speise für den inneren Menschen. Und wir danken dir auch für unsere Parallelveranstaltung beim Brennpunkt Seelsorge. Danke, dass du auch dort gemäß deiner Zusage bist, wo drei oder zwei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. So preisen und loben wir dich und rühmen deinen Namen. Amen. Amen. Herr, halte mich nah bei dir. Wenn Sie es im Liederbuch mitsingen wollen, 422. Ja, schön, dass Sie, dass ihr alle da seid, dass jeder Stuhl besetzt ist. Das freut mich sehr. Ich grüße euch und grüße auch alle die, die an den Endgeräten sitzen. Die Gnade sei mit uns. Mein Thema, Daniel 1, Glauben bewahren in einer gottlosen Umgebung. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich beobachte im Moment, dass es so manchen gibt, gerade junge Leute, die ihren kindlichen Glauben über Bord schmeißen. Es hat sich so ein Wort eingebürgert, Dekonstruktion des Glaubens oder Entkehrung. Man gibt also alte Glaubensgrundsätze auf. Man sucht die Freiheit in irgendwelchen neuen Ideen. Und als wir vorhin das schöne Lied von Zinzendorf sangen, da musste ich an ein Kind im dritten Schuljahr denken. Sie diskutiert mit ihrem Religionslehrer über die Frage, war Jona wirklich im Bauch des Fisches? Und irgendwann ist ihr das zu bunt und sie sagt zu ihrem Religionslehrer, ich werde Jona fragen, wenn ich ihn im Himmel treffe.
Darauf kontert der Religionslehrer und sagt, und was ist, wenn Jona in der Hölle sitzt? Ina, ganz spontan, dann fragst du ihn eben. Ich wünsche mir so einen kindlichen Glauben, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass man immer mehr hinterfragt und die alte Frage der Schlange, sollte Gott gesagt haben, sollte das denn heute noch stimmen? Kann man das denn heute in unserer sogenannten modernen Gesellschaft noch glauben, dass wir zurückkommen zu diesem kindlichen Glauben? Wie sagt der Herr Jesus, wenn ihr nicht glaubt wie die Kinder? Er stellt ein Kind in die Mitte und nimmt es als Vorbild. Wenn ich hier die Überschrift gewählt habe, gottlose Gesellschaft oder gottlose Umgebung, dann fragt sich vielleicht der eine oder andere, ja, sind wir denn nicht ein christliches Land? Ja, von der Geschichte her ja. Wenn ich an die Zeit 49 denke, Grundgesetz, Präambel, wir haben uns dieses Grundgesetz gegeben als deutsches Volk im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott. Wenn ich an die Landesverfassung denke, gerade hier in Baden-Württemberg, Artikel 12, wenn es um Erziehung geht, da wird die Gottesfurcht als wichtigstes Ziel formuliert und dann auch andere Ziele wie die Achtung der Menschenwürde. Und das wird dann auch oft so formuliert, es werden mehrere Ziele aufgezeigt und dann heißt es, ist vornehmstes Ziel der Erziehung. Es wird also in einem Paket vorgestellt, weil unsere Väter und Mütter des Grundgesetzes sehr wohl wussten, wenn die Gottesfurcht wegbricht, bricht alles zusammen. Und die Ursache aller Übel in Deutschland ist die mangelnde Gottesfurcht. Wer sich heute weigert, Gottes Wort dem Zeitgeist unterzuordnen, wird gleich beschimpft, oft mit Nazi oder Rechtsradikal. Wer sich gegen widergöttliche Lebensformen ausspricht, gehört nach Ansicht einiger Politiker auf die Müllkippe. Wer den Genderwahn verurteilt, gilt als intolerant und rüder Verächter sexueller Vielfalt. Und der ganze antichristliche Wahn gipfelte in der vergangenen Woche im Selbstbestimmungsgesetz. Selbst. Man will sich einfach von niemand mehr etwas sagen lassen. Man will selbst bestimmen, ob man Männlein oder Weiblein ist und kann das dann auch entsprechend eintragen lassen. Und ihr Lieben, damit sind wir mitten in Babylon. Und leider muss ich das schöne Berlin, was ich eigentlich mit allen drei Töchtern besucht habe, und ich kenne sehr schöne Stellen in Berlin, aber ich sage manchmal, Berlin ist das neue Babylon. So lesen wir mal ein Text aus einem Buch, was ich euch sehr empfehle, Gegen den Strom von Professor John Lennox. Ein Buch, was mich unglaublich inspiriert hat zum Propheten Daniel, liegt auch draußen auf dem Büchertisch. Und John Lennox schreibt, und das könnt ihr hier auf Folie mitlesen, was die Geschichte Daniels und seiner Freunde so bemerkenswert macht, ist, dass sie im babylonischen Exil den Glauben an ihren Gott nicht nur im stillen Kämmerlein weiter praktizierten, sondern im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit bezeugten und das in einer pluralistischen Gesellschaft, die diesem Glauben zunehmend ablehnend gegenüberstand. Das ist der Grund, warum ihre Geschichte eine so starke Botschaft für uns heute enthält. Die Geschichte von Daniel und seinen Freunden ist ein Weckruf an unsere Christengeneration, mutig zu werden und nicht resigniert zuzuschauen, wie der öffentliche Ausdruck unseres Glaubens immer mehr verdünnt, ins Abseits gedrängt und saft- und kraftlos gemacht wird. Und ihre Geschichte wird uns auch zeigen, dass dieses Aufwachen nicht kostenlos zu haben ist. Und dazu lesen wir jetzt mal im Propheten Daniel. Wer eine Bibel dabei hat, schlage mal auf. Daniel 1 kommt gleich nach Hesekiel. Und da lesen wir, im dritten Jahr der Regierung Jojakims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Jojakim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Er brachte sie ins Land China, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes.
Ihr Lieben, das ist das allererste, was Daniel in seinem Bericht betont. Der Herr gab Jojakim, den König von Juda, in die Hand Nebukadnezars. Gott greift ein. Gott schreibt Menschheitsgeschichte und vor allen Dingen Geschichte mit seinem Volk Israel. Und das gilt immer, auch für unsere aktuelle Situation in Deutschland. Neulich sagte mir mal jemand verdient die Regierung, die sie eben verdient haben. Und wenn die Ampel ausfällt, so ist es zumindest im Straßenverkehr, dann gilt wieder rechts vor links. So ist das eben, vielleicht auch in der Politik. Gott schreibt Geschichte. Und für uns ist Geschichte Heilsgeschichte. Geschichte ist immer Gottes Geschichte. Und für uns kommt nichts zufällig. Die Frage, die sich hier natürlich stellt und die hat uns in diesen Tagen immer wieder beschäftigt, gerade auch gestern, als es um die Leitfrage ging beim Tag der Orientierung, warum muss das geschehen und warum müssen Unschuldige, gerade auch hier junge Menschen, leiden und wie gehen wir damit um? Nun, die Strafe, die hier über Israel kommt, entsprach dem Vergehen. Das Volk hatte die Warnungen Jeremias Jahrhunderte vorher missachtet und sich nicht von Unmoral und Götzendienst abgewandt und wird jetzt von einer götzendienerischen Nation in die Gefangenschaft geführt. Da sind natürlich auch Unschuldige bei. Daniel, junge Männer, die gottesfürchtig leben. Und natürlich bleiben viele Fragen offen. Aber eins fällt auf, wenn wir den Propheten Daniel studieren, dass der Sinn der Geschichte immer außerhalb von ihr liegt. Und das wird Daniel nach und nach als junger Mensch erkannt haben. Interessant ist, dass sein Buch mit der Tatsache der Auferstehung endet. Daniel hatte einfach eine andere Perspektive gewonnen. Der Tod ist eben nicht das Letzte, er hat nicht das letzte Wort, sondern ist sozusagen die Durchgangsstation für uns Christen zu etwas viel, viel Schöneren. Und Daniel lebte zwar in dieser Welt, in der Welt Babylons, aber er gehörte zu einer anderen Welt. Und ich habe das die Tage ja schon gesagt, die Auferstehung ist die letzte Antwort Gottes auf alles Leid dieser Welt. Die Auferstehung zum Leben. Und ihr Lieben, das darf uns auch heute ermutigen, auch bei allen Entwicklungen, die wir kopfschüttelnd in unserem Land wahrnehmen, bei allen Veränderungen haben wir Hoffnung und Zukunft. Und das möchte ich gleich zu Beginn betonen. Und es ist schon auffällig, dass Daniel so sein Buch beginnt: Der Herr ist der Handelnde. Der Herr gibt Jojakim in die Hand Nebukadnezars. Man fragt sich natürlich, wie war diesen jungen Männern zumute, die aus adeligem Haus stammten. Ich habe euch hier mal eine Karte mitgebracht. Hier Jerusalem, hier Babylon, 1500 Kilometer Fußweg. Und was werden sie unterwegs alles gedacht haben? Welche inneren Konflikte werden sie durchdacht haben? Fragen über Fragen. Und vielleicht hat sie auch die Frage bewegt, die wir im Propheten Habakuk finden. Habakuk 1, Vers 13, als Nebukadnezar Juda verwüstet, da fragt er ja Gott, wie kann es denn sein? Warum schaust du zu, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Denn das ist schon so, dass die Juden gottesfürchtiger lebten als die Babylonier. Aber Gott schickt sie zum Gericht. Er ist derjenige, der hier sein gottloses Volk straft. Nun, wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann ist das einfach faszinierend. Und ich habe hier mal so ein paar Zahlen mitgebracht, damit wir auch so ein bisschen in die Zeit hineinkommen. 605 vor Christus wird Jerusalem von Nebukadnezar erobert und Daniel und seine drei Freunde werden nach Babylon gebracht. Vermutlich, genau kann ich das nicht sagen, ist Daniel etwa 16 Jahre alt, also ein Teenager. Und das müssen wir auch immer berücksichtigen, wenn wir uns auch gleich mit den ersten Herausforderungen beschäftigen. 602 vor Christus, Daniel und seine Freunde schließen ihre drei Erziehungsjahre ab und Nebukadnezar erlebt seinen Traum
und Daniel deutet ihn. Das lesen wir dann im zweiten Kapitel. 586 vor Christus, die Babylonier zerstören die Stadt Jerusalem und den Tempel. Und 539 vor Christus finden wir dann dieses Fest von Belsazar. Kyros, der König von Persien, erobert Babylon. Und 538 erlässt dieser König Kyros, gewiss beeinflusst durch Daniel, dass die Juden nach Judäa zurückkehren und den Tempel wieder aufbauen dürfen unter Führung von Zerubabel und Josua. Und Daniel erlebt dann seine prophetischen Visionen über das Ende der Zeiten. Das einmal im Überblick. Und ich habe dann noch eine Folie, die uns ein bisschen auch in die historischen Zusammenhänge führt. Hier mal drei Bilder von dieser gewaltigen Stadt Babylon. Zum Teil kann man ja dieses große Ischtar-Tor im Pergamon-Museum in Berlin besichtigen, ist aber, glaube ich, im Moment wieder mal geschlossen. Und über Babylon habe ich mir hier mal Folgendes notiert: eine atemberaubende Stadt, weit jenseits dessen, was ein junger Mann aus Judäa kennen oder sich auch nur vorstellen konnte. Mit einer Fläche von über 1000 Hektar war sie die größte Stadt der damaligen Welt. Die Stadt war ungefähr rechteckig angelegt. Von Norden nach Süden wurde sie vom Euphrat durchflossen und der von Norden kommende Besucher betrat die Stadt durch ein überaus prachtvolles Tor, das Ischtar-Tor. Ischtar, Lichtbringerin, die Göttin der Fruchtbarkeit, der Liebe und des Krieges, und als solche die große Muttergöttin am babylonischen Götterhimmel. Nicht weit von dem Tor entfernt stand in der Stadt ein prächtiger Tempel, der ihr geweiht war. Laut dem griechischen Historiker Herodot war die Stadtmauer circa 24 Meter stark, 95 Meter hoch und 90 Kilometer lang. Eine gewaltige Stadt. Und ich habe mich so gefragt, wie wird den jungen Juden zumute gewesen sein, als sie in diese Weltstadt, in diese gigantische, von Götzenbildern durchzogene Stadt kamen. Und da fiel mir Psalm 137 ein. Da heißt es: an den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. An die Pappeln dort hängten wir unsere Zittern. Denn die uns gefangen hielten, forderten dort von uns die Worte eines Liedes, und die uns Wehklagen machten, forderten Freude. Singt uns ein Zionslied. Wie sollten wir des Herrn Lied singen auf fremder Erde? Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, so werde vergessen meine Rechte. Es klebe meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude erhebe. Gedenke, Herr, den Söhnen Edom, den Tagen Jerusalems, die da sprachen: leg bloß bis auf ihren Grund, Tochter Babel, du Verwüsterin. Glücklich, der dir vergilt dein Tun, das du uns angetan hast. Glücklich, der deine Kinder ergreift und sie an Felsen zerschmettert. Daniel und seine Freunde werden gewiss in ähnlicher Weise über ihren Zustand nachgedacht haben. Nun sind sie in dieser Weltstadt und Daniel schreibt dann später dieses Buch. Und da ist mir deutlich geworden, wie ich das anfangs schon sagte: Gott ist der Handelnde. Das lesen wir hier gleich in Vers 2. Und wir können dieses Buch Daniel nun gliedern in zwei große Abschnitte. Kapitel 1 bis 6 haben wir die Geschichte. Das ist der historische Teil. Und hier geht es um Daniel, der treue Mann Gottes. Und es fällt auf, dass dieser historische Teil in der dritten Person geschrieben ist. Und Kapitel 7 bis 12 haben wir die Geschichte. Das ist der prophetische Teil. Also kann man sich sehr gut merken: Geschichte, Kapitel 1 bis 6, Geschichte, Kapitel 7 bis 12,
und dieser Teil ist in der ersten Person geschrieben. Und in diesem Teil fällt auf, und eigentlich durchzieht das sich wie ein roter Faden durch den ganzen Propheten Daniel, dass Gottes Königreich ewig ist. Die Aussage finden wir, so wenn ich richtig gezählt und das überprüft habe, 7-mal in diesen 12 Kapiteln. Und dann steht Gott im Zentrum, er ist der Höchste. Also wir sehen immer wieder in diesem Propheten dieses Wechselspiel zwischen göttlicher Allmacht und Daniels Treue. Und mir macht das Mut, die Tatsache, dass Gott regiert, dass ihm nichts entgleitet, auch wenn wir manchmal den Eindruck haben. Aber wir haben den Herrn, der alles in seiner Hand hat. Und ihr Lieben, das ist mir mal aufgefallen beim Lesen der Offenbarung. Wisst ihr, wer handelndes Subjekt in der Offenbarung ist? Wer die Fäden zieht? Das geschlachtete Lamm. Das geschlachtete Lamm ist die entscheidende Person in der Offenbarung. Unser Heiland, den wir uns heute Morgen am Kreuz angesehen haben. Nun hast du dich vielleicht gefragt, wenn Daniel nun in dieses gewichtige Buch, in diesen Geschichtsbericht einleitet, wieso erwähnt er gleich zu Beginn, dass Nebukadnezar die Geräte aus dem Tempel mitnimmt und in das Haus seines Gottes stellt. Und das wird ja hier ganz bewusst erwähnt. Es mag uns im ersten Moment überflüssig erscheinen, auch merkwürdig. Man könnte annehmen, dass der Sturz des judäischen Königs und die Deportation von Daniel und vielen anderen viel wichtiger waren. Aber Daniel erwähnt die Tempelgeräte. Und ich denke, das tut er ganz bewusst, weil sie noch eine wichtige Rolle in diesem Propheten spielen werden. Die Tempelgeräte aus Jerusalem hatten nämlich für Nebukadnezar und die anderen Könige Babylons und dann später der persischen Könige einen ganz anderen Wert. Für die Juden hatten sie einen absoluten Wert und den hatten sie für die Könige nicht. Es kann gut sein, dass Daniel diese Tempelgeräte gleich zu Beginn seines Buches erwähnt, weil das, was Nebukadnezar mit ihnen machte, ein Beispiel für etwas war, was Daniel in seinem langen Leben immer wieder beobachtete. Es ist ein Vorgehen, das sich in allen Kulturen und Gesellschaften im Laufe der Menschheitsgeschichte zeigt, nämlich dass etwas von absolutem Wert auf etwas von lediglich relativem Wert reduziert wird. Und dazu lassen wir nochmal Professor John Lennox zu Wort kommen. Er schreibt in seinem Buch, was Nebukadnezar mit den Tempelgeräten machte, war nicht weniger als eine Relativierung des Absoluten. Eine solche Relativierung des Absoluten ist auch für die postmoderne Selbstbedienungsgesellschaft typisch. Ob ich an Jesus, Buddha, die Beatles, Heilsteine, Mutter Erde oder an sonst etwas glaube, von dem ich fasziniert bin, für den Relativisten sind sie alle gleich wahr. Und viele Menschen sind davon überzeugt, dass sie mit dieser Position auf der sicheren Seite sind. Absolutes, so sagen sie, sei gefährlich, vor allem dann, wenn es auch noch religiös ist. Und ihr Lieben, damit haben wir zu tun. Wenn wir zum Beispiel sagen, dass dieser Satz stimmt, den Jesus gesagt hat, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, dann klingt das für solche Relativisten recht gefährlich. Nun ist mir erst mal vor einiger Zeit bewusst geworden, dass die Geschichte ja deutlich macht und so einfach, wie das teilweise eben gesagt wird und die Einwände gegen die Religion kommen, ist es eben nicht. Denn der atheistische Kommunismus hat für mehr Blutvergießen in der Geschichte gesorgt als sämtliche religiösen Konflikte. Das müssen wir uns immer wieder bewusst machen.
Wir müssen das auch unserer Generation, gerade der jungen Generation, deutlich machen, in der viele die Fakten nur so vage kennen und man das ja eben auch nicht mehr offen ausspricht. Man muss ihnen neu klar machen, dass Jesus hier ganz anders gehandelt hat. Als er vor dem römischen Prokurator angeklagt wurde wegen angeblicher staatsfeindlicher Umtriebe, wegen Anstiftung zum Terror, wie die Juden meinten, da erklärt ihn Pilatus öffentlich für unschuldig. Und er wusste sehr wohl, dass Jesus hier keinen Terroranschlag angezettelt hatte, denn er hatte gewiss auch gehört, dass einer der Jünger einem seiner Soldaten das Ohr abgeschlagen hatte. Und was macht Jesus? Er heilt ihn. Und von daher, wenn Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft. Und ich denke, das müssen wir immer wieder deutlich machen. Der Absolutheitsanspruch Jesu ist nicht nur berechtigt, sondern ist auch die Friedensdemonstration. Aber was macht man heute? Man stellt diese Aussagen in Frage und der postmoderne Mensch sagt und er verlangt es, dass es eben keine absolute Wahrheit gibt. Nur merken wir schon, das ist ja ein Widerspruch in sich selbst. Denn damit wäre ja das, was Sie verlangen, absolute Wahrheit, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Nein, die Wahrheit steht geschrieben. Und da ist mir immer auch ganz wichtig, ich glaube, wir haben das auch in diesen Tagen schon mal gehört, dass die Bibel wahr ist und dass wir Bibel und die Person Jesu nicht auseinander dividieren dürfen. Und da muss ich immer denken an das hohe priesterliche Gebet, Johannes 17,7, kann man sich gut merken, da betet der Herr Jesus, Vater, heilige sie durch die Wahrheit, denn dein Wort ist Wahrheit. Und er sagt selber, ich bin die Wahrheit. Also Jesus und die Bibel, das Wort Gottes, sind eine Einheit. Auf der anderen Seite müssen uns diese Gedanken auch dazu, das muss uns auch klar werden, dass jede Form von Gewalt nicht im Sinne Jesu ist. Wie oft werden wir zum Beispiel wegen der sogenannten Kreuzzüge quer angemacht? Das ist nicht im Sinne Jesu gewesen. Er hat keine Gewalt ausgeübt. Und wenn er die Bergpredigt gehalten hat mit den höchsten ethischen Maßstäben, die wir überhaupt kennen. Wenn dich einer auf die eine Wange schlägt, halt die andere auch noch hin. Dann hat er es als erstes praktiziert. Er hat es gelebt. Und er hat die größte und positivste Bewegung ausgelöst, die je in dieser Welt ausgelöst wurde. Die Tatsache ist nun, wenn wir das alles zusammenfassen, niemand kann ohne ein Konzept absoluter Wahrheit leben. Und das wird ja auch sehr deutlich in anderen praktischen Dingen. Versuch mal dem Zweigstellenleiter deiner Bank deutlich zu machen, dass die rote Zahl, die auf deinem Konto steht, keine absoluten Werte sind. Von daher wollen wir uns da nicht irritieren lassen, aber hier haben wir eben einen typischen Vorgang. Das, was für Daniel und seine Freunde absoluten Wert hatte, die Geräte aus dem Tempel, werden von den Königen Babylons relativiert. Nun, wie geht es mit diesen jungen Männern weiter? Wir lesen mal die Verse 3 bis 7. Und der König befahl dem Aschpenas, dem Obersten seiner Hofbeamten, er solle einige von den Söhnen Israels bringen, und zwar vom königlichen Geschlecht, von den Vornehmen, junge Männer, an denen keinerlei Makel sei, von schönem Aussehen und verständig in aller Weisheit. Man hat fast den Eindruck, Nebukadnezar sucht das deutsche Topmodel. Schöne Männer, von gutem Aussehen, verständig in aller Weisheit, gebildet und von guter Auffassungsgabe und die somit fähig seien, im Palast des Königs zu dienen.
Und man solle die Schrift und Sprache der Chaldäer lehren, und der König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank, und dass man sie 3 Jahre lang erziehen solle, und nach deren Ablauf sollten sie in den Dienst des Königs treten. Und unter ihnen waren von den Söhnen Juda, Daniel, Hanania, Michael und Asaja. Und der oberste der Hofbeamten gab ihnen andere Namen. Er nannte Daniel Belshazzar, Hanania Schadrach, Michael Meshach und Asaja Abednego. Was fällt auf? Zunächst wird hier aus den Gefangenen ein besonderer Adel aussortiert, und das Ideal einer Jugend, wie es Nebukadnezar im 6. Jahrhundert vor Christus hatte, deckt sich peinlich genau mit dem heutigen. Er verlangte nach jungen Leuten, die keine Gebrechen hätten, sondern schön begabt, weise, klug und verständig sind. Nun, was ist das Ziel der Erziehung? Das steht ja hier am Schluss ganz klar. Und es ist wichtig, dass wir das gleich hier zweimal finden in den Versen 4 und 5, fähig am Hof des Königs zu dienen. Also königstreu muss die Jugend sein, regierungstreu, staatstreu, linientreu, das ist die Hauptsache und darauf läuft alles hinaus. Die Jugend muss dem König der Obrigkeit dienen können. Und was ist dazu notwendig? Zunächst mal neue Sprache. Da dachte ich so, der Nebukadnezar war wirklich ein schlauer Mann. Haben wir nicht heute die größten Probleme mit der Integration von Migranten? Sprachbarriere. Ich kann das nur auch aus dem schulischen Bereich, ich habe ja in der Grundschule mal unterrichtet, Sprachbarriere ist das größte Hindernis. Das haben die damals schon erkannt. Die müssen erst mal die Sprache lernen. Integration funktioniert nur, wenn die Sprachbarrieren überwunden werden und wenn man um die kulturellen Gewohnheiten weiß und sie lebt. Das heißt, Nebukadnezar will jetzt Königskinder, aber das, was er vor sich hatte, sind Gotteskinder. Junge Männer, die das erste Gebot verinnerlicht hatten. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und solche Gottesdiener zu Königsdienern umzufunktionieren, da wusste er genau, dazu ist Umschulung nötig. Das klappt nicht von heute auf morgen und deshalb hat er einen 3-Jahres-Plan aufgestellt und der enthält 3 Schwerpunkte, weil Nebukadnezar eben auch weiß, der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Und darum kümmert sich Nebukadnezar. Er bekümmert sich um ihren Geist. Er will gerne bestimmen, was sie zu denken haben. Er kümmert sich um ihre Seele. Er bestimmt, was sie zu glauben haben. Und er kümmert sich um ihren Leib. Er bestimmt, was sie zu essen haben. Nebukadnezars Erziehungsideal ist total und sein Erziehungsprogramm ist auch sehr stramm. Und neben der Sprache gleich auch neue Namen. Es gehört also zur Umschulung auch die Umbenennung. Denn Jungs werden also als erstes, ich darf es mal so in unserer Sprache sagen, die Ausweise abgenommen, ihre Identitäten werden ihnen genommen, das heißt, ihnen werden ihre Namen genommen und sie kriegen neue. Und er nannte Daniel, so haben wir gelesen, Belshazzar, Hanania Schadrach, Michael Meshach und Asaja Abednego. Diese Umbenennung ist kein hirnrissiger Spleen, ist auch keine Spielerei. Da steckt System hinter. In allen 4 Namen kommt nämlich das hebräische Wort Gott vor. Daniel, Gott ist mein Richter. Hanania, der Herr ist gnädig. Michael, wer ist wie Gott? Asaja, der Herr ist meine Hilfe. Und solche frommen Namen, die mussten natürlich aus der Kaderschmiede Nebukadnezars verschwinden. Es war unmöglich, das verhasste Wort des Gottes Israels in den Namen zu hören, die dort am Hof gerufen wurden. Jede Erinnerung an die frommen Eltern, die gläubige Gemeinde überhaupt an Gott, muss einfach weg.
Und was jetzt rein muss in die Köpfe, ist die Weltanschauung des Herrschers. Als ich über all die Zusammenhänge nachdachte, dachte ich, ist das nicht auch heute die Strategie? Wenn wir in manche Schulbücher reinschauen, wir gehen ja mit Riesenschritten auf eine antichristliche Bildung zu und wir finden hier so viele Parallelen. Solche Versuche sind in der Menschheitsgeschichte sehr oft einhergegangen, auch mit der Verletzung der Menschenwürde. Ein modernes Beispiel für dieses Phänomen ist für mich zum Beispiel die politische Korrektheit, die ursprünglich Beleidigungen vorbeugen sollte, aber längst zu einem Maulkorb für Meinungsfreiheit geworden ist. Stichwort Demokratiegesetz. Es muss ein schwieriger Augenblick für Daniel und seine Freunde gewesen sein. Vielleicht hätten sie sich am liebsten gewehrt gegen die neuen Namen, aber davon lesen wir nichts. Können wir auch nur spekulieren. Aber eins ist klar, und das macht mir wiederum Mut. Babylon konnte ihre Namen ändern, aber nicht ihre Identität. Es ist eine historische Tatsache, dass Daniels alter Name das babylonische Reich überlebt hat. Und wir reden heute Abend nicht von Belshazzar, sondern von Daniel. Und immer wenn die sich gegenseitig hier beschrieben haben in diesem Buch, werden immer die hebräischen Namen erwähnt. Nebukadnezar konnte alles unternehmen, aber Daniel überlebt. Auch dank des biblischen Buches, was nach diesem Namen Daniel benannt ist. Und seine Identität hat er definitiv nicht verloren. Und wir können auch davon ausgehen, dass die vier untereinander ihre hebräischen Namen genutzt haben. Nun zum Umerziehungsprogramm Nebukadnezars gehört auch die neue Kultur mit ihren Lebensgewohnheiten. Dazu gehört die Ernährung und die Umgangsformen. Das heißt, sie mussten auch da das annehmen, was Nebukadnezar ihnen anbot. Und so heißt es ja hier in Vers 5, der König bestimmt, was man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er selber trank. Erst habe ich gedacht, das ist natürlich nobel für Sklaven, für Gefangene am Buffet. Und da ist das Buffet auf der langen Steinbacher Höhe leider nicht mit zu vergleichen, was da damals alles stand auf dem Buffet Nebukadnezars, von den besten Speisen des Königs und vom Wein zu trinken. Das war schon feudales Futter, wenn der König selber davon aß. Also das war schon teurer Beaujolais und kein Malventee, den die da bekamen. Aber es hatte einen Haken. Denn jetzt zeigte sich, wie die Jungs wirklich tickten. Und Paulus warnt ja davor in Römer 12, dass wir uns zu sehr dieser Welt anpassen können. Und zwar in erster Linie im Denken und dann auch im Handeln. Da gibt es also schon Grenzen. Und das wollen wir uns jetzt mal näher anschauen. Und da lesen wir, wie Daniel und seine Freunde den Glauben bewahren. Ich habe hier mal die beiden Stellen aus dem 1. Timotheusbrief hingeschrieben, in einer gottlosen Umgebung. Denn eins war klar, was am Königshof gegessen und getrunken wurde, jedenfalls was Fleisch und Wein betraf, wurde zum größten Teil den Götzen geweiht. Und außerdem standen natürlich auch Speisen auf dem königlichen Buffet, die Juden nicht essen durften nach dem Gesetz. Und das war der Punkt, wo die vier jungen Männer eben nicht mehr mitmachen konnten. Und jetzt ist die entscheidende Frage, wie bewahren sie ihren Glauben? Lesen wir Vers 8. Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und er erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Wir merken also zunächst einmal, das Ganze ist eine Herzenssache. Glauben ist Herzenssache. Die Entschlüsse werden im Herzen gefasst.
Und dieser Entschluss zeugt von einer großen Ehrfurcht vor Gott. Gottesfurcht bewahrt bis heute vor Menschenfurcht und führt zu weisen Entscheidungen. Der weise Salomo sagt, die Quelle der Weisheit ist die Gottesfurcht. Und man fragt sich ja manchmal zu Recht, welche Entscheidungen werden in unserer Gesellschaft, in der Politik, in Berlin getroffen? Sind das noch weise Entscheidungen? Nein, manche Entscheidungen sind einfach dumm, weil keine Gottesfurcht mehr da ist. Gottesfurcht macht weise, denn Gottesfurcht bedeutet ja, dass ich einen anerkenne, der über mir steht und dass ich weiß, ich bin dem mit meinen Entscheidungen verantwortlich und ich achte diesen Maßstab, den Gott mir gibt in seinem Wort. Und wenn wir diesen Maßstab verlieren, werden wir maßlos und Maßlosigkeit ist ein Zeichen unserer Zeit. Also ein Herzensentschluss. Und an dieser Stelle merken wir auch, das Herz ist viel mehr als das Organ, was das Blut durch die Bahnen drückt, die Pumpe, sondern das Herz ist das Zentrum der Persönlichkeit. Ich habe die letzten Tage nur davon gehört, ich weiß nicht, wie weit die Forschungen sind, dass selbst Evolutionsbiologen auf einmal erkennen, dass das Herz viel, viel mehr ist, dass es tatsächlich das eigentliche Hirn des Menschen ist. Und so sagt der Herr Jesus ja, aus dem Herzen heraus kommen die Entscheidungen. Das ist der Sitz unseres Willens. Und da geht es nicht nur um die Gefühle, sondern es geht tatsächlich um das Zentrum unseres Seins. Und in diesem Zentrum, da muss ein Entschluss gefasst werden. Und das lernen wir von Daniel. Und dann sehen wir, dass er mit offenen Karten spielt. Er macht dem Vorgesetzten einen Vorschlag. Sie gehen nicht auf Konfrontation, machen keinen Aufstand, kleben sich nicht an der Straße von Babylon fest. Sie widersetzen sich nicht den Anweisungen des Königs, sondern machen einen Vorschlag. Allerdings auch keine faulen Kompromisse. Daniel geht sozusagen einen Mittelweg zwischen Anpassung und Verweigerung. Und das finde ich so vorbildlich. Und das ist ein tolles Beispiel für diesen gelebten Spagat zwischen Gehorsam gegenüber der Obrigkeit und du musst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Vorbildlich, wie Daniel hier vorgeht. Er verweigert sich der babylonischen Kultur und Bildung nicht. Er lernt die Sprache, die Gewohnheiten, aber er behält im tiefsten Innersten seine Grundüberzeugung. Und dazu macht er ein selbstloses Angebot. Und das ist mir soeben, als ich den Text nochmal las, so klar geworden. Er sagt ja in Vers 13, wenn das nicht hinhaut, ich sage es mit meinen Worten, und wenn wir hinterher aussehen wie wandelnde Leichen, nachdem wir das Buffet des Königs verweigert haben, dann mach mit uns, was du willst. Das war die Selbstlosigkeit, ein selbstloses Angebot. Also trotz seiner festen Überzeugung sucht Daniel nicht die plumpe Konfrontation, sondern er macht einen Vorschlag, der ist diplomatisch, der ist klug und der ist selbstlos. Er nimmt kein Risiko auf seine eigenen Vorteile. Und ich glaube, das waren jetzt 10 sehr konfliktreiche Tage. An jedem Tag mussten sie an den tollen Speisen des Königs vorbei. Und es waren auch Männer aus Fleisch und Blut, die wahrscheinlich genauso gerne Fleisch aßen wie ich. Oder wie wir. Also das war alles nicht so einfach. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass andere jüdische junge Leute ganz gern davon gegessen haben. Es werden ja hier die 4 erwähnt. Und ich habe manchmal so den Eindruck, das ist oft die größte Herausforderung. Ich habe das zumindest in der Erziehung meiner Kinder gemerkt, wenn es dann auf einmal hieß, Papa, die da in der Gemeinde, die dürfen das aber. Und ich dann sagen musste, Jägers machen das aber nicht. Das sind oft die größten Herausforderungen, wenn man in den eigenen Reihen merkt, dass Kompromisse gemacht werden. Und dass man da nicht mehr geradlinig und konsequent lebt. Und von daher stelle ich mir das so vor, die 4 jungen Männer verweigerten die Kost des Königs und andere jüdische Gefangene werden wahrscheinlich
dankbar gewesen sein, dass sie ein so tolles, gutes Essen bekamen. Wenn wir uns diese Situation mal neutestamentlich anschauen, da fiel mir 1. Petrus 3 ein. Wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert. Aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und das sehen wir hier bei den vier Jungs. Da war wirklich mit Ehrerbietung, haben sie mit ihren Vorgesetzten gesprochen. Wenn ich zum Beispiel hier den Vers 12 nochmal lese, versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gebe. Und dann möge unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer, die die Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden. Also hier haben wir sogar den Hinweis, dass andere von der Tafelkost aßen, aber eben die vier nicht. Dann verfahre mit deinen Knechten je nach dem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage mit ihnen. Und am Ende der 10 Tage zeigte sich ihr Aussehen schöner, wohlgenährter als das aller jungen Männer, die die Tafelkost des Königs aßen. Da nahm der Aufseher ihre Tafelkost und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Also mit Sanftmut und Ehrerbietung, das haben die hier praktiziert. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Und wenn wir das Buch Daniel lesen, dann haben wir ständig in der Geschichte Daniels eine Illustration dieses wichtigen geistlichen Grundsatzes, wie wir umzugehen haben in einer gottlosen Umgebung mit solchen Herausforderungen. Und Petrus schreibt ja hier an Christen, die verfolgt wurden wegen ihres Glaubens. Nun finden wir auch zum Schluss Gottes Antwort. Und das ist eben das Mutmachende. Männer bewahren ihren Glauben, fassen einen Entschluss im Herzen, spielen mit offenen Karten, gehen selbstlos mit der Situation um und dann antwortet Gott. Und diese vier jungen Männer, Vers 17, ihnen gab Gott Kenntnis und Verständnis. In Vers 9 lesen wir schon, und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen. Das sind übrigens die 3 Stellen, wo deutlich wird, Gott ist der Handelnde. Vers 2, er gab Joachim, den gottlosen König, in die Hand Nebukadnezars. Vers 9, er gab Daniel Gnade und Erbarmen. Vers 17, er gab Kenntnis und Verständnis in jeder Schrift und Weisheit und Daniel verstand sich auf Visionen und Träume jeder Art. Und am Ende der Tage, nach denen der König sie zu sich zu bringen befohlen hatte, brachte der Oberste der Hofbeamten sie vor Nebukadnezar und der König redete mit ihnen. Und unter ihnen allen wurde niemand gefunden, der wie, und jetzt finden wir wieder die hebräischen Namen, wie Daniel, Hanania, Mischael und Asaja gewesen wäre. Und sie dienten dem König. Und in jeder Angelegenheit, die der König von ihnen erfragte und die ein verständiges Urteil erforderte, fand er sie allen Wahrsagepriestern und Beschwörern, die in seinem ganzen Königreich waren, 10-fach überlegen. Und Daniel blieb bis zum 1. Jahr des Königs Kyros. Ihr Lieben, Gehorsam und Verzicht um der Ehre Gottes willen werden immer belohnt. Vielleicht nicht dann, wann wir es erhoffen, aber auf jeden Fall steht Gott zu seinem Wort. Und er lenkt auch hier die Herzen der Mächtigen wie Wasserbäche. Er sorgt dafür, dass der Aufseher den Vorschlag annimmt und er belohnt am Ende diese 4 jungen Männer. Gott ist denen treu, die ihm treu sind. Und wir müssen neutestamentlich sogar noch sagen, und er bleibt auch dann treu, wenn wir untreu sind.
An der Treue Gottes zerbricht jede menschliche Logik. Wer nach Gottes Wort lebt, wird eben auch nicht vor schwierigen Situationen verschont, aber er kann am Ende nur dankbar zurückschauen. Ihr Lieben, das war die erste Prüfung Daniels und seiner Freunde. Und wenn wir sein Leben nochmal uns anschauen, er wurde als Mitglied der Königsfamilie um 623 in Jerusalem während der Reformen Josias und des beginnenden Wirken Jeremias geboren. Und ich sagte schon, mit circa 16 wird er von Jerusalem in die Gefangenschaft nach Babel geführt. 605 besiegt eben der babylonische Kronprinz Nebukadnezar den ägyptischen Pharao, drängt ihn bis an den Bach Ägyptens zurück und besetzt ganz Syrien und Israel. Und auf dem Rückweg nimmt er diese ausgewählten Männer mit. Und Daniels Laufbahn ist einfach beispiellos. Als 20-Jähriger wird er Herrscher über die Provinz Babel oder sogar als 19-Jähriger, genau kann man das nicht sagen, wird Vorsteher des Waisenrates Nebukadnezars. Und das hat mich auch so fasziniert. Er diente nahezu 70 Jahre unter 6 babylonischen und 2 persischen Königen und 3 von ihnen, Nebukadnezar, Belshazzar und Darius, ernannten ihn zum Premierminister. Was für ein Segen! Und was hat Daniel wirken können? Und immer wieder zeigt sich seine unbeugsame Treue Gott und seinem Wort gegenüber. Wir lesen ja hier, das ist interessant, also das hier im letzten Vers heißt, Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kyros. Da war Nebukadnezar schon lange, lange gestorben. Er hatte gar nichts mehr. Aber Daniel lebte noch im dritten Jahr des Kyros, das lesen wir in Kapitel 10, Vers 1, also 537 vor Christus, und da war er wahrscheinlich 86 Jahre alt, und er wird damit seinem Volk zum Segen, denn dieser Kyros, der hier schon erwähnt wird, der erlässt ja den Befehl, dass die Juden zurückgehen sollen, um Jerusalem aufzubauen. Also wir ahnen oft gar nicht, und das darf uns wiederum Mut machen, welche weitreichenden Folgen die Treue im Kleinen hat. Es ging doch nur um ein bisschen Essen, oder? Aber was sich alles an dieser Treue weiterentwickelt, ist einfach faszinierend. Wenn ich mit Kindern über das Buch Daniel spreche, dann wähle ich gerne den Slogan, sei kein Chamäleon, sondern ein Lachs. Das beschreibt eigentlich Daniel und seine Freunde sehr schön. Ich war 1975 das erste Mal in Norwegen auf einer Jugendfreizeit und wir wurden dann von dem Reiseführer an eine Stelle geführt, wo die Lachse springen. Wir haben zwar nie einen gesehen, aber der hat uns dann erklärt, sehr bildreich erklärt, sehr lebendig erklärt, dass Lachse ab einem bestimmten Alter nur noch ein Ziel haben, zurück zur Quelle, und sie schwimmen gegen den Strom. So hat John Lennox sein Daniel-Kommentar genannt, gegen den Strom. Das sind Lachse. Chamäleons passen sich an. Wenn wir das hier auf diesen blau-grauen Teppich setzen würden, würden sie die Farbe dieses Teppichs annehmen. Es gibt eine nette Geschichte von Mark Twain, der fand in der Wildbahn ein Chamäleon, setzte das auf seinen sehr bunten Teppich. Das Chamäleon versuchte sich an alle Farbtupfer anzupassen, bis es alle Viere von sich streckte. Anpassung kann tödlich sein. Also deshalb sei kein Chamäleon, sondern ein Lachs. Und vielleicht nimmst du einfach diese 3 Fragen mal mit in deine persönlichen Überlegungen. Wo sind heute die größten Herausforderungen für unseren Glauben? Wodurch wird für andere erkennbar, dass Gottes Gebote für uns verbindlich sind? Und welche Hilfen gibt uns Gottes Wort, unseren Glauben auch in einer gottlosen Umgebung zu bewahren? So viel zu Daniel 1. Wenn es möglich ist, erheben wir uns zu einem Gebet. Lieber Herr Jesus, wir stehen vor dir. Du bist der Heilige Gottes.
Du bist der Allmächtige. Du bist der, der Geschichte schreibt, der auch zur Zeit Daniels die Fäden gelenkt hat. Du bist der Handelnde. Und wir können nur staunen, wie du alles führst. Und lieber Herr, wir danken dir für dieses Vorbild eines Jungen oder vier junge Männer, Teenager, von denen wir heute noch lernen können. Und letztlich verdanken wir dir das. Und so möchten wir auch Vorbilder sein, die auf dich hinweisen, die dein Wort, diesen absoluten Maßstab in einer immer maßloser werdenden Zeit ganz bewusst leben. Und Herr, das schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Wir danken dir für deinen guten Heiligen Geist. Wir danken dir, dass du zu unserem Wollen das Vollbringen schenkst und dass du unserem Wunsch hilfst, dir zu dienen, zu deiner Ehre, und dass wir uns dazu auch gegenseitig ermutigen und stärken dürfen, wie auch hier auf der Lahö, dass wir Gemeinschaft miteinander haben dürfen, uns gegenseitig helfen dürfen, auch dieses Ziel, dass wir etwas sind zu deiner Ehre, gemeinsam anzustreben. Herzlichen Dank, lieber Herr, so geben wir dir am Ende des Tages alle Ehre. Amen. Ja, gestattet mir noch ein paar Bücher vorzustellen. Das gehört halt zu mir, ja. Als Verleger werde ich nie verlegen, Bücher vorzustellen. Ich habe zwei Bücher mitgebracht von Erwin Lutzer, habe ja heute schon was vorgestellt. Kein Grund, sich zu verstecken. In diesem Buch untersucht er den kulturweiten geistlichen Verfall, der dazu führt, dass Christus-Nachfolger immer mehr Zielscheibe antichristlicher Bemühungen werden. Aber er macht eben auch ganz viel Mut. Und ich lese mal einen kleinen Abschnitt hinten aus seinem Buch. Auf Seite 33 steht er schon. Und dieser Abschnitt heißt »Hinter verschlossenen Türen«. Wir sind nicht die ersten Gläubigen, die sich verstecken wollen. Jemand wies einmal darauf hin, dass die heutige Gemeinde an demselben Punkt ist, an dem die Jünger waren, als sie Jesus für tot hielten. Verschlossene Türen, Furcht vor anderen, Ungewissheit über die Zukunft, sie versteckten sich aus Angst vor Verfolgung. Aber plötzlich, völlig unerwartet, kam Jesus und trat in ihre Mitte und spricht zu ihnen: Friede euch! Die Anwesenheit von Jesus veränderte alles. Die Jünger hatten so getan, als ob Jesus tot wäre, aber jetzt gab ihnen seine Gegenwart die Gewissheit, dass sie die Türen aufschließen und mit ihm an ihrer Seite in eine feindlich gesinnte Welt gehen konnten. Sie waren nicht auf sich allein gestellt. Und das führt er weiter aus, und ich fand das so eine mutmachende Passage in diesem Buch. Kein Grund, sich zu verstecken, denen, die anders glauben, mit Überzeugung und Mitgefühl dienen. Er hat dann noch einen zweiten Band gemacht: Wir werden nicht schweigen. Auch das ist ein Buch, was hervorragend zu unserem Thema von heute Abend passt: Als Christen für Freiheit und Werte eintreten. Er bereitet uns vor, Überzeugungen gegen eine wachsende Flut von Anfeindungen auszuleben. Und er macht einfach Mut, und es ist schön, wie er das so beschreibt. Er beantwortet nämlich letztlich die Frage, wie kann man inmitten des ganzen Konfliktes, den wir erleben, weiterhin öffentlich für Jesus Zeugnis ablegen. Dann habe ich euch ein Buch mitgebracht von Rebecca McLaughlin. Rebecca McLaughlin hat promoviert in Literaturwissenschaften, ist eigentlich Engländerin, unterrichtet aber in den USA und ist inzwischen eine weltweit bekannte christliche Apologetin. Also ich habe den Begriff Apologetik ja schon mal gebraucht. Apologetik bedeutet, dass ich auf die kritischen Fragen meiner Zeitgenossen
gute, biblisch nachvollziehbare Antworten habe. Und sie geht auf Themen ein, fördert Religion nicht Gewalt, haben wir vorhin schon kurz was zu gehört. Wie kann man denn heute noch die Bibel wörtlich nehmen? Hat die Wissenschaft nicht den christlichen Glauben widerlegt? Ist der christliche Glaube nicht homophob? Wie kann ein liebender Gott so viel Leid zulassen? Wie kann ein liebender Gott Menschen in die Hölle schicken? Und auf Grundlagen aktueller Forschungsergebnisse hat sie gerade auch für junge Leute hier wirklich gute Antworten gegeben. Es gibt eine ganze Reihe von ihr, Bücher inzwischen von ihr, das neue Credo zum Beispiel, auch ein sehr empfehlenswertes Buch. Aber ich habe euch jetzt das mal mitgebracht. Das war das erste, was wir mit CVMD, das ist ein Verlag in München, das sind überwiegend Männer, die an die Universität gehen, um mit Studenten über diese kritischen Fragen zu sprechen. Also eine wirklich tolle Herausforderung, es lohnt sich, das zu lesen. Ja, und das ist eigentlich Pflichtlektüre. Das ist das Buch, was mich am meisten inspiriert hat. Und Professor John Lennox ist wahrscheinlich vielen von euch bekannt. Wir kennen uns persönlich recht gut. Er hat ja jetzt gerade dieses Buch, hat die Wissenschaft Gott begraben, neu herausgebracht. Kosmos ohne Gott haben wir das genannt. Ist eine Leseprobe draußen am Büchertisch. Und hier gegen den Strom. Also das ist wirklich, ihm gelingt das, anhand dieses Propheten Daniel die aktuellen Zeitströmungen aufzuzeigen und gibt ganz, ganz viele praktische Hilfen. Also das kann ich euch nur ganz sehr empfehlen. Übrigens gegenüber vom Büchertisch, da liegen auch noch solche Kataloge aus, nehmt die doch mit, auch für eure Gemeinden, legt sie aus, da findet ihr so unsere Neuheiten, auch einiges von Rebecca McLaughlin, auch für Kinder neue Bücher, da liegen noch eine ganze Reihe Kataloge und da findet ihr auch so einen Flyer über unsere Bücherstuben, wir haben ja 28 Buchläden in Deutschland und suchen für diese Buchläden Paten, wer da Interesse dran hat, kann sich das ja, kann mich auch gerne mal ansprechen, da liegen auch unsere Freundesbriefe aus. Ich denke, wir sind jetzt hier eine kleine Truppe und da kann man auch mal diese Anmerkungen vielleicht loswerden. Betet einfach für diese Arbeit. Es ist immer wieder toll, wie durch die Bücherstubenarbeit, das sind ja 28 Missionsstationen in Deutschland, von Rendsburg, Memmingen bis Ravensburg, bis Rendsburg, bis Bautzen im Osten und Aachen im Westen, quer über Deutschland verteilt. Und neulich hörte ich aus Iserlohn, dass ein Mann in den Buchladen kam, nahm sich verschiedene Bücher mit, unter anderem auch eine Bibel. Nach einigen Wochen kam er zurück und sagte, ich habe mich für Jesus entschieden und brachte seine Frau mit, die noch dem Buddhismus anhängt. Und jetzt beten die Mitarbeiter dafür, dass sie auch zu Jesus findet. Also es sind Missionsstationen und da freuen wir uns, dass wir diese Möglichkeit haben. Es ist jetzt niemand am Büchertisch, weil die Dame Urlaub hat. Aber ich hörte soeben vom Rainer, man kann an der Rezeption bezahlen oder einfach die, was man mitgenommen hat, hier eintragen und morgen dann bezahlen. Wie ihr wollt, bedient euch und seht zu, dass ihr irgendwie dann auch euer Geld loswerdet. Hausaufgabe für morgen, habt ihr eine lange Nacht vor euch, Daniel 3 lesen. Das hat sich hier die Lahö gewünscht, dass ich über Daniel 3 spreche. Ich hatte verschiedene Kapitel vorgeschlagen. Und das Thema haben wir genannt, der Glaube wird im Feuer erprobt. Da wisst ihr schon, worum es geht. Das soll uns morgen beschäftigen. Bleibt fröhlich in ihm. Ja, da bleibt mir nur noch eins übrig zu sagen. Ich wünsche euch und Ihnen einen guten Abend, auch unseren Livestream-Teilnehmern eine gute Nacht. Bis morgen. Daniel 3 lesen, darüber nachdenken. Daniel 3 lesen, darüber nachdenken und zwischendurch mal schlafen. Es sattelt er schon drauf, das ist typisch Lehrer, ja. Wir sind gutmütig, Daniel 3 lesen, ja. Also, gute Nacht.